Leute, herzlich willkommen zum nächsten Projekt Rainbow Six Lockdown für die PlayStation 2. Im Grunde haben wir jetzt, glaube ich, erst ein Rainbow Six Spiel gespielt. Und das war für die PS1. Was auch nicht schlecht war, wir aber leider nicht komplett gespielt haben, also nicht komplett durchgespielt haben, weil die Mission zu schwer für mich war. Ja, und jetzt habe ich mir dieses, das hatte ich mir schon vorher geholt. Das heißt, wir schnuppern hier einfach rein. Ich habe jetzt auch noch Rainbow Six 3, glaube ich. Dann habe ich auch noch für die PS1 Lone Wolf, dass wir da auch noch spielen werden. Also sehr, sehr viel Rainbow Six. Dann habe ich das auch noch, teilweise auch noch die PC-Teile davon. Ihr seht schon, Menge zu tun. Ja, um wie gesagt den Stapel endlich mal ein bisschen abzuspielen. Spielen wir jetzt. Wenn natürlich das Spiel nichts für mich ist, beziehungsweise ich nicht weiterkomme, weil Rainbow Six natürlich schon in dem Bereich des Schwierigen ist, dann wir haben es gespielt. Aber die Musik ist geil. Boah, wenn ich so welche Spiele zocke, habe ich wieder Bock, irgendwelche so welche Filme zu sehen, ey. Mit Special Force. Normal natürlich. Ich würde gerne auf leicht spielen, aber es ist leider unmöglich. Mission 01. Boah, ist alles ein bisschen laut gerade bei mir. So, Mission 01, Operation Deadline. Standort Pretoria, Südafrika. Joa. Boah, ich liebe, dass das immer so viele Filme dabei sind, ey, ohne Witz. Mag ich auch bei Ghost Recon. Oh, deutsche Ton! Geil! Sorry, sowas mag ich einfach unnormal. Danke, Ubisoft. Naja, der hat natürlich keine Chance, ist ja logisch. Die Virenproben für den Transport vor. Operation Deadline, Pretoria, Südafrika. 29. März, 7 Uhr. Briefing durch John Clark. Eine Rebellenarmee hat die südafrikanische Hauptstadt angegriffen. Friedenstruppen bemühen sich nach Kräften, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Die Rebellenarmee hat sich verschanzt und leistet Widerstand. Sie hat Präsidenten Belu als Geisel genommen und droht, ihn zu töten. Ihr müsst den Präsidenten retten. Gut, da kommt nichts mehr. Sie können die Waffen sich mit R3-Taste heran- oder herauszoomen. Jeder Verbiet im Zoom. Oder ist eine von drei Funktionen. Okay. Okay.
Kommando, habt nicht viel Zeit. Begebt euch zum Ausgang im Erdgeschoss. Drücken Sie die R1-Taste, um zu feuern. Drücken Sie die R2-Taste, um zwischen Primär und Sekundär zu wechseln. Okay. Granate. Okay. Drücken Sie die X-Taste, um Rainbow den Befehl zu geben, die markierte Position zu halten. Halten Sie die gedrückt, um... Okay. Ah, okay. Drücken Sie die Dreieck-Taste, um den Befehl für Rainbow folgen, aufhalten und umgekehrt, okay. Gut, so macht mir das Spiel doch schon mal ein bisschen mehr Spaß. Hey Jacobi, ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl dabei. Na komm, wer will schon ewig leben? Bin unterwegs!
Wo kommt der denn jetzt her? Oh Mann, ey. Drücken Sie den Select, um vom normaler auf Nachtsicht umzuschalten. Drücken Sie die Select-Taste erneut, um den Bewegungssensor zu aktivieren. Wenn Sie in diesem Modus die Select... Aha. Ah. Okay. Schön. Scharfschützenmissionen. Kritische Bedrohung. Kritische Bedrohung sind Gegner, die nur der Scharfschütze sie, ja geil, ausschalten kann, wenn sie sie nicht schnell eliminieren. Sterben ihre Teammitglieder und die Mission, ja geil. Haben sie den schon getötet? Okay, krass. Drücken sie dir... Okay. Was sagst du? Halten sie die L1 gedrückt, um den Wurf einer Granate vorzubereiten. Lassen sie dann die L1 dazu los, um die Granate zu werfen. Tippen sie die L1 an. Drücken sie... Okay. Okay. Das haben wir jetzt gut hingekriegt. Türen passieren Teil 2. Granate und sichern. Sichern von zwei. Den Kogod umnehmen. Okay. Ja,
Interessantes Tutorial-Level. Zugang zur Bank verschaffen. Alpha 2, ihr befindet euch in der Nähe des Präsidenten. Weiterlaufen. Gegner eliminiert. Ich bin gar nicht gesehen. Mit der Rechtschutz lehnt sie sich. Okay. Ah, wieder eine Scharfschütze. Mehrere. Geil. Okay, müssen wir noch mal machen. Bra, was ist das denn, hä? Erstens, die wussten ganz genau, wo wir sind. Ja, und zweitens natürlich durch Bazooka keine Chance. So, ich hoffe nicht, dass wir das gesamte Mission. Ach, nö. Gut, ich habe nämlich keinen Bock, dass das nochmal passiert. So, wir gucken gleich mal, ne?
Ja, es war jetzt auch sehr spartanisch, wo ich da rausgerannt bin, so, ne, und geballert und ja. Mann, die ist ja noch optimistischer als ich. So, Mission fertig. Ich meine, ist cool, dass man von Abschnitt zu Abschnitt spielt. Naja, man sollte, glaube ich, nicht so wie ich spielen, sondern eher. So, jetzt speichern wir erstmal. Weil jetzt kommt ja jetzt gleich die Bazooka-Stelle. Ja gut, wenn wir die nicht schaffen, ja, dann war das ein kurzes Abenteuer. Nicht, weil ich keinen Bock habe, so, ne? Aber weiß nicht. Vielleicht ist dieses Rainbow Six nichts für mich. Vielleicht das, vielleicht eins der anderen Teile. Ich wollte es ja auch, wie gesagt, mehr anspielen, einfach so, ne? Also klar, wenn wir es jetzt in ein durch, wenn wir es halt durchspielen, ey Bruder, super, bin ich voll dabei. Ach so, wir haben sogar noch eine Zoom-Stufe, okay? Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja gut, jetzt ist es sowieso egal, jetzt haben wir erstmal eine Bazooka-Stelle. Da ist es wichtig, die schnell auszunocken, weil sonst sind wir ausgenockt. Ah, doch noch nicht. Ich wusste, dass so ein
dämlicher Spruch kam. Ist ja immer so. Wenn sie eine Tür ins Visier nehmen, wird das zu Tür. Das waren sie. Okay. Okay. Matt, die weg ist da. Das ist gut. Echt, um Himmels Willen. Mission complete. Geil. Nice. Wir haben zwar nur einen verloren, aber hey. Mission complete. Ja, war trotzdem nicht gut. Wie gesagt, einer ist gestorben. Nie gut. Aber hat Spaß gemacht. Operation Schwarzschlag. Let's go. Operation Schwarzschlag, Amsterdam, Niederlande. 12. Mai, 11.10 Uhr. Briefing durch John Clark. Während des ganzen Chaos in Pretoria hat eine Gruppe von Terroristen die südafrikanische Nanotechnologiefirma LNR Anderson angegriffen, die illegal an einer Biowaffe namens Legion arbeitet. Es handelt sich dabei um ein künstliches Nanovirus, dessen Zweck es ist, die Bevölkerung im Zielgebiet auszulöschen und sich dann selbst zu vernichten. Aha. Stimmt, die gefällt mir. Ach so, können wir alles machen, aber stimmt schon so. So, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was die Mission war, weil ich gerade natürlich mal wieder meine Nachrichten checken muss. Ey, das ist so schlecht, ey. Egal welche Uhrzeit, es kommen immer Nachrichten. Oh, ist das schlimm, ey. Egal, Amsterdam, cool. Moment mal, sind das Demonstranten? Ich dachte, der Abschnitt wäre gesperrt. Hey, da kommt ein Bus auf uns zu. Was ist das? Los, los! Die sind bewaffnet. Malloy, bring uns runter. Alles klar, Hombre. Achtung, Ziele vor der Wache. Bodenteam, los! Sie gehen rein! Los, sofort an!
Okay. Ah, verstehe. Ja, danke. Weißt du? Hallo, ihr ballert ihr selber gerade alle ab, ne? Weber! Ich merk schon. Ruhe, in genau diesem Moment muss ich heilen. Ist das dein Ernst? Bah, das ist gemein. Ohne, Leute, das ist gemein. Ihr habt es hier gesehen, genau in diesem Moment musste ich nachladen. Und außerdem zeigen die ganzen, die Anzeigen sind auch teilweise immer falsch. So, da wenn die Gegner dann kommen, sind die schon am Ballern. So, Bruder, da muss ich ja in kompletter Geist, Geistgeschwindigkeit, muss ich ja in komplett unmenschlicher Geschwindigkeit einen nach dem anderen abballern. Hallo, weg, unterbrechen, hallo. Hallo, unterbrechen. Boah, meine Fresse, ich will mir die scheiß Doku nicht angucken. Einmal, alles gut, aber nicht 100 Mal. Ne? So, down. So. Nachladen. Auf Scharfschütze geachtet. Nachladen schnell.
Kann ich nicht viel machen, sorry. Sag ja. Er ist schon tot. Zu langsam. Kriegt der. Sehe ich nicht mehr. Hab's gesehen. So. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir jetzt die Polizeistation machen. Ja, why not? Ja, aber vorher speichern wir erstmal. Tut mir leid, aber muss sein. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Nö. Nee, nicht so wirklich.
sind noch mehr Terroristen im ersten Stock. Sie haben die Waffenkammer besetzt. Alpha 2, die Waffenkammer im ersten Stock sichern. Ziel gesichtet. Da ist Blut. Einer von ihnen ist verwundet. Ah, verstehe. Dem habe ich gerade so einen schönen Heady gegeben, ey, ohne Witz. Das war schon, Überwachungssystem im Gefängnis zeigt an, dass die Terroristen Geiseln genommen haben. Begebt euch zu den Zellen im zweiten Stock und rettet die Geiseln. Verstanden. Keine Ahnung, was das ist, aber... Ja, war auch ein bisschen verwundert. Im hinteren Gebäudeteil befindet sich ein Aufzug. Er ist außer Betrieb. Aber es gibt dort eine Leiter, über die ihr in den zweiten Stock klettern könnt. Warte mal. Hier kommen wir doch her.
Okay, hier waren wir auch schon. Ja, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Irgendwo soll ein Aufzug sein, meint er, okay. Tja, irgendwo muss der Aufzug sein. Naja, es sind nur Kisten. Beziehungsweise Schränke. Ist ja nicht so das, was wir haben wollen. Tja, und da können wir irgendwie nicht hin. Okay, hier ist ein Ort, wo wir noch nicht waren. Und da ist eine Katze. Mit einer scheiß Granate. Ja, gut. Haben es geschafft. Wir werden angegriffen!
gar nicht gesehen, dass hinter uns einer war. Aber juckt mich nicht. Och Junge. Aha. Alpha 2, Jakobi hat's erwischt. Junge, wo sind denn bitteschön da noch welche, die da nachzügeln, ha? Was ist denn Jakobi eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ja, aber auch nur wenn der Gegner da in Sicht ist, ist doch egal. Ne? Können ja trotzdem kämpfen. Restaurant sichern und Geiseln retten. Wo sind denn jetzt zur Hölle... egal. Wir haben Pfeile, das reicht mir. Wahrscheinlich müssen wir da runter, ne? Ja. Ja. Merk schon, manchmal haben die Gegner nicht so Bock, schlau zu agieren.
Ey, ich bin der Letzte, der ein Problem mit hat, ne? Gut, Geisel. Schön. Ich wollte den eigentlich auch abballern. Nein, ernsthaft, ich wollte den wirklich abballern. Naja, egal. Safe gewonnen und fertig. Das ist das Einzige, was gerade zählt. Operation Drachenhammer, okay. Gut. Steht nicht dran, wie viele Missionen es sind. Du, ich mache jetzt erstmal Päuschen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part von Rainbow Six Lockdown wieder. Alles klar, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.